Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge hier im wunderschönen Wald. Ja, wir werden uns heute noch einmal um unsere kleine Hütte hier kümmern. Doch wo ich meinen Blick gerade nach da drüben gerichtet hatte, weiß ich auch schon, was wir als nächstes in Angriff nehmen werden, sobald wir dann da oben das alles fertig bekommen haben. Dafür heißt es allerdings erst einmal wieder ordentlich Stöcke sammeln und ordentlich Bäume fällen. Und im Punkto Bäume habe ich mir auch schon was einfallen lassen. Denn wir werden einmal die gute Seilrutsche hier, die es zu bauen gibt, ausprobieren, benutzen und testen. Denn damit lassen sich ja nicht nur wilde Rutschfahrten unternehmen, sondern auch Baumstämme transportieren. Und das käme uns doch hier sehr gelegen. Na gut, bevor ich die andere Runde drehe, setze ich die paar Stöcke da oben noch ab. Ja, und dann muss ich auch scheinbar erst einmal wieder zum guten Essen greifen. So. Dann werde ich mir doch mal ein ordentliches Steak gönnen. Oder wohl, wir könnten ja auch einmal auf Fisch umschwenken. Da sollten wir ja eigentlich, ah, da sind sie, auch genug zur Verfügung haben hier. Jawohl. Immer her damit. So, 3 Stück. Das dürfte genügen. Dann hängen wir mal 2 hier dran. Halt. Nun gut, ja. Dann halt 2 Beine. Immer frisch und knackig. Nun gut. Dann erst einmal den Fisch hier drauflegen und die Sonne geht auch schon wieder unter. Das ist natürlich nicht so günstig. Aber da sollten wir uns dann ja auch wieder schlafen legen können. Und dann kommen auch wieder ein paar Bäumchen nach. So, wenn du hier einmal so stehst und während mein Fisch über dem Feuer brutzelt, dann kann ich dich ja schon mal wegnehmen. So, und ihr hier kommt erst einmal hier rein. Jawohl. Na, kommst du her. Und ist mein Fisch schon fertig? Jawohl. Na, dann kann es doch losgehen. 1, 2 Rundchen dürfte ich noch schaffen. Wo habe ich denn den Schlitten geparkt? Hier hinten. Na dann mal wieder los. Ab in Richtung Bäume. So viel steht ja nicht mehr da. So, mal schauen. Wo ist günstig zum Parken? Dürfte hier sein. Ach komm, was soll's. Ich nehme gleich mal die Axt hier. Ein bisschen stärker können wir gut gebrauchen. Da kann ich auch gleich mal schauen, wie sich mittlerweile unsere Statuswerte denn hoffentlich nach oben verbessert haben. Oder ob wir vielleicht auch krank sind und mal ein bisschen Aloe Vera gebrauchen könnten. Aber erstmal den hier noch. Schaut doch auch schon gut aus mit der Geschwindigkeit hier, mit der modernen Axt. Aber sicherheitshalber. Tag überlebt, 24, momentaner Zustand, gut, das ist doch wunderbar. Geistige Gesundheit, jawohl, Stärke 31,9. Ja, und bei Athletik 29,1, da geht noch was nach oben. Da ist noch Bedarf. So, weiter geht es hier. Och, überall diese Rehe, das macht mich noch irgendwann kirre. Na, nicht den Speer. Oh, noch eine Ladung werde ich dann wohl nicht schaffen. Dann lieber noch ein paar Stöcke mitnehmen hier.
Jawohl. Da packe ich mir die Taschen noch mal voll. Da liegt nichts mehr. Na komm, das dürfte doch nun genügen. Haben wir noch einen rumliegen hier? Ach, was soll's, ich hau den einfach weg. Und nun Schlitten. Dann könnten wir eigentlich auch noch ein paar Lampen aufstellen, um das Ganze noch ein bisschen heller zu gestalten hier. Das gefällt mir noch nicht so, wie es bis jetzt ist. Ja, die Treppen müssten eigentlich auch noch erneuert werden, verbessert werden. Naja. Noch so viel Arbeit. Und in die Höhlen möchte ich ja eigentlich auch noch mal. Ja, noch 14 Stück. Dann halt die erst einmal, dass endlich einmal das Dach hier fertiggestellt wird. Dann kann es an die Einrichtung gehen, an die Deko und an die schöne Seilrutsche, die ich mir vorgenommen habe. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber das dürfte eigentlich alles so klappen. So, die zwei noch, dann haben wir uns erst einmal aufs Ohr. Sofern es denn schon möglich ist. Ah, wohl, ja, habe ich ja auch noch. Na, dann nehme ich die auch noch. Ja, zieht wieder ein Lüftchen auf hier. Und da bräuchte ich dann davon auch nur noch 8 Stück. Nicht mal eine Ladung. Das ist doch machbar. Na, komm hoch jetzt hier. Und nun ab in die Haie. Oh, wir könnten uns auch mal hier ein ordentliches Bett hinstellen. Immer hier im Schuppen schlafen, das ist auch nicht die Welt, wenn da drüben eine schöne Hütte auf uns wartet. Ja. Wieder sehr schöne Geräusche, wenn man einschlafen möchte. Na dann. Ja, schauen wir mal. Ah, alles friedlich. Alles fröhlich, alles freundlich. Aber wir brauchen wieder was im Magen. Ach, jetzt komm. Hier mal schnell was Vorbereitetes. Das ist verdorben, kann weg. Und wie sieht es denn eigentlich hier mit unserem Speicher aus? Alles leer. Ungut. Ich möchte eigentlich nicht meinen Wasserschlauch leeren. Na dann, füllen wir mal das Töpfchen. Und kochen das Ganze ein bisschen ab hier. Auf. Oh, ihr seid wieder da. Na dann, schlage ich euch doch gleich mal wieder weg. Na komm, gleich hinterher hier. Dauert eh ein bisschen mit dem Abkochen. Von daher kann ich mir ja Zeit nehmen, euch auch. So. Na, was ist denn hier los? Da packe ich euch erst einmal rein. Und dann hole ich den Wagen her. Moment, wo ist der Rest? Was ist hier falsch? Da fehlt doch was. Na gut. Dann halt erstmal mein Süppchen. Och nein, ernsthaft.
Ich hatte wohl doch nicht so viel Zeit wie gedacht. Och nee, ernsthaft, nochmal leer. Ja, dann bleibe ich wohl doch lieber daneben sitzen. Und warte die ganze Zeit ab. Jetzt aber. Und wer? Oh, was gibt es denn hier? Kann ich mir ein Süppchen kochen. Aber jetzt nicht. Da fehlt doch noch ein Stamm. Da ist er doch. Jawohl. Na. Jetzt passt er da nicht mehr rein. Los jetzt, ich habe Durst. Ich möchte meine Kehle benetzen. Vielleicht mal einen kleinen Regenkranz aufführen hier. Jetzt aber. So, naja, so ganz lohnt sich das mit dem Schlittenrücken nicht, aber was soll's. Ein paar Meter gespart. So. Jetzt erst einmal das Dach beenden. Dann fülle ich das ganze Ding nochmal auf. Nehme auf dem Rückweg gleich noch die benötigten Stöcke mit. Und dann können wir uns einmal dem nächsten Projekt widmen. Na, ich bin noch am Überlegen. Als nächstes die Seilrutscher. Oder doch erst einmal die Einrichtung. Aber vielleicht wäre ein Bett wirklich nicht verkehrt, das hier einmal hineinzustellen. Und nun, ist es denn, ist es... Na, willst du wohl? Ah, sehr schön. Endlich. Ist es fertig? Ja, nicht ganz dicht, huch, weil nicht ganz dicht, aber was soll's? Man soll ja nicht meckern. Aber hier, das muss auch noch erledigt werden. Hat man ja gesehen, wozu das führt. Ah, vielleicht doch ein bisschen kürzer. So, ja, genau. So möchte ich das sehen. Ja, dann heißt es doch ein paar mehr Stöcke holen. Aber was soll's, davon brauchen wir eh noch sehr, sehr, sehr viel. Und hier sieht das doch gut aus. Ja, dann hole ich erst einmal die Dinger hier. Irgendwo scheint da von den Rehen ein Nest zu sein. Mein lieber Mann. Und wieder die Ausdauer aller. Ja, bei dem Tor da vorne muss auch noch irgendwas gemacht werden. So einsam und verlassen, wie es da steht. Und aufhalten tut es nach wie vor auch noch niemanden. Da fehlt noch ein bisschen links und rechts. Nun, keine Stöcke mehr. Schlecht. Dann fülle ich das Ding nochmal auf hier. Ah, da hatten wir doch einen kleinen Baum, der ein paar Stöcke spendet. Nehme ich. Ah, beim nächsten Mal dann wieder die Kettensäge schwingen. Das dauert sonst zu lange hier. Was? Ich dachte jetzt, was ist hier los? Was macht der für Geräusche? So, wo sind denn meine Stöcke? Hier sind sie.
Alles da, gut. Sechs. Wo sind die anderen hin? Da haben wir noch zwei. Und nun drehe ich schon mal um das Ding hier. Einen brauchen wir noch. Da nehme ich den hier. Dass wir hier oben aber immer noch keinen Besuch bekommen haben, das ist sehr, sehr verwunderlich. Na, so jetzt aber. Dann haben wir schon mal einen kleinen Vorrat wieder. So, du bleibst mal hier stehen. Und nun ab zum Zäunen. Ah, erstmal draußen das fertig machen hier. Jawohl. Kann ich nicht mehr nach unten fallen? Nein, sieht nicht so aus. Wunderbar, wunderbar. Genauso möchte ich das haben. Und 12 Stück noch. Die sollte ich doch hier. Jawohl. Machen wir das erst einmal leer. Und nun würde ich sagen, hier, das ist doch gut geeignet für ein kleines Bettchen. So oder so in die, ja doch so in die Ecke. Na, aber wenn dann auch gerade, wenn ich bitten darf. Ja, so. Dürfte passen. Viermal Hasenfell. Oh, habe ich gar keins mehr davon. Und wieder 17 Stöcke. Naja, gut. Nehme ich die paar Bäume noch mit hier. Schaue mal schnell die Treppe hinunter, ob ich da unten ein paar Hasen finde. Neu, wo ist? Naja, weg ist der. Niemand da? Okay. Da sehe ich doch schon den ersten, aber den werde ich von hier oben nicht treffen, oder? Ja, doch. Wunderbar. Hätten wir doch schon mal die Nummer 1. Und das Fleisch gleich dazu. Da ist doch Nummer 2. Nein, bleib. Rennt der an mir vorbei? Was sollen denn die Spielchen jetzt? Was? Und nun bitte nochmal 2 Stück. Frisch auf dem Silbertablett serviert, wenn ich bitten darf. Da! Und noch einen. Na, da geht doch fix. Schneller als gedacht. Was machst du hier unten? Ja, da sehe ich da noch irgendwo ein. Zwischen den Gräsern. Ah, bleibst du stehen? Ist das denn die Möglichkeit hier? Oh, was ist denn heute los? Hallo? 3 Speere für einen Hasen, ich glaube, also echt. Und dann war es nicht mein Hase. Oder? Nee. Mann, 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 Mann. Los. Ich brauche doch nur noch einen. Oh. Schade.
Jetzt haben sie sich versteckt, die kleinen Biester. Bleibst du da? Fast übersehen, aber auch nur fast. So, und wenn ich einmal hier unten bin, nehme ich noch die restlichen Stöcke mit. Hier ist doch alles voll mit dem Gestrüpp. Jawohl, immer her damit. Ich brauche reichlich. Da ist noch ein großer Busch. Der wird immer ordentlich. Und wieder zurück. Oh! Da laufen Bewohner. Patrouille. Ja, vielleicht besuchen sie mich ja mal. Ich könnte auch mal hier oben so ein kleines Leuchtfeuer setzen. Vielleicht zieht das die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr in Richtung meiner Heimat. Okay, dann beenden wir das Ganze hier erst einmal. Schnell noch das Bettchen gebaut. Und endlich ein angenehmer Platz zum Ruhen und Schlafen. Ja, dann hier noch ein paar Schränke hinein. Dann hier noch ein paar Bänke draufgesetzt. Und noch ein paar Feller auf dem Boden verteilt. Jetzt wollte ich aber erst einmal schauen. Ah, das ist ein bisschen zu groß. Ah, das sieht doch schon besser aus. So ein kleines Couch-Tischlein hier. Ah, ist das auch mittig? Ja, sollte. Ja, drei Baumstämme, das ist doch noch schnell erledigt. Jawohl, und jetzt gibt es auch wieder Regen. Ich hoffe, unsere Behälter füllen sich auf. Oh, den Rest packe ich hier rein. Wunderbar. Jetzt gibt es hier noch... So. Erst einmal. Einmal. Oh, Moment. Ja, das geht wohl nicht so wie gedacht. Na, was soll's. Da haben wir eh genug davon. Ein bisschen sieht man es ja auch, wenn es irgendwie komisch aussieht. Naja. Okay, das brauche ich also schon mal nicht mehr zu machen. Man lernt nie aus. Hier fehlt doch aber eindeutig noch eine Lampe in der Ecke. Jawohl. Na, dann hole ich mir mal die drei Stücke wieder. Und hier, da fehlt doch auch noch einer. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Da habe ich zwei stehen, jawohl. Gut, dann hätten wir das soweit erledigt. Und der Rest kommt dann in der nächsten Folge. Ich denke einmal, wir werden uns dann ja für die Seilrutsche entscheiden. Die Einrichtung kann erst einmal warten. Ja, und damit bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.